Henley Verlag in Munich continued to use metal plate engraving until the late 1990s because their editors were unimpressed with the quality of early computer engraving. At Henley headquarters, we met with a man whose knowledge of metal plate engraving is rivaled by few people alive today. Hans Kühner gave us a fascinating demonstration of this ancient craft. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und jetzt wird ihm das zugegeben für den Taktstrich. Dann kommt der nächste Takt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann für das Pralltrillerzeichen. Das sind die Notenwerte. An diese Striche werden die Noten dann hingemalt, hinskizziert und hingesetzt, dann später hingesetzt. Es ist eine Skizze. Violinschlüssel. Halbe Note. Alles geht so. So. Thank you.
Notostriche. Die müssen in die Mitte der Notenlinie eingepasst werden. Das wird alles mit Augenmaß gemacht. Jetzt schlage ich das Tempowatt ein. In dem Fall ist es Andantino, Espressivo Assai. Da nehme ich den entsprechenden Buchstaben aus dem Satzkasten und schnapp und setze den auf die vorher eingezeichnete Linie an und schlage Buchstabe für Buchstabe nach hinten. Und das muss ganz exakt sein, daher der Ausdruck wie gestochen. Und durch diese Tätigkeit, da hat man oft mal irgendeine Arbeit wieder kaputt gemacht, indem der Schaber nicht richtig scharf war oder man hat zu fest geschliffen und dann sind Zeichen zugeschmiert oder kaputt gegangen dadurch, ne? I don't make mistakes. Okay, you're ready to make a mistake. Okay. Dazu nehme ich die Korrekturzange und trage auf der Rückseite der Notenseite die Position oder die Note oder diese Stelle ein, die ich korrigieren will. Diese Note ist verkehrt, das ist ein E und das soll ein G werden. Und diese Position ist dann auf der Rückseite markiert auf der Platte. Und dazu nehme ich dann einen kleinen Bunsenstempel und treibe das Metall von hinten nach vor. Sehen Sie das? So, jetzt ist das Metall von hinten nach vorne getrieben mit dem Ding. Und das Metall ist relativ geschmeidig und das kann man dann mit einem Stahlgriffel zuschmieren. Und der Balken muss auch wieder repariert werden. Und der Bogen ist auch kaputt. So, das war jetzt nur eine Note. Das ist die Korrektur. A decade ago, Hans Kühner put away his hammers and his punches and learned computer engraving. As he approaches his 70th year, Herr Kühner continues to work as a freelance engraver for Henley. For many years, Henley sent engraving work to the Stütz Printing Company in Würzburg, which had a staff of about 30 music engravers.
It was the second largest engraving supplier in Germany. The largest one was in Leipzig in the former East Germany. The engraving plates from the Stürz company are now stocked in the Henle Archive in Munich and lovingly preserved. An old order book from Stürz lists the works by composer and title and provides details of each engraving project. Henle has preserved Hans Kühne's workshop equipment, and a small museum in the basement still displays these relics of the plate engraver's craft.